Heute gibt's den Firecatcher. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es den Firecatcher von der Witchwood Brewery. Das ist dieselbe Brewery, dieselbe Brauerei, die auch die Hobgoblin-Biere macht. Deswegen ist hier auch so ein kleiner Kobold drauf in so einem komischen Gefährt, der ein Feuer, das sieht eher aus, wenn er Feuer ausmacht. Das ist ein Golden Bier mit schlanken 3,5 Volumenprozent Alkohol. Das Bier war in einem Set drin von britischen Bieren vom Lidl. Und dieses Paket habe ich von Tweety geschenkt bekommen, der auch Mitglied der Community ist, die unter dem Kanal sich gebildet hat. Vielen Dank, lieber Tweety. Ja, sonst viel mehr dazu sagen kann ich nicht. 3,5% Alkohol, wie gesagt. Leicht bekomme ich dieses erfrischendes Gold Ale. Golden Ale mache ich ganz gern, habe ich auch schon mal selbst gebraut. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auf. Ein Glas vorbereitet, macht nichts. Einmal umgedreht und da ist es schon. Ja, schöner, goldener Ton. Wie es für ein Golden Ale gehört. Was liegt denn da hinten rum? Na, egal. Es ist ganz, ganz leicht trüb. Also fast klar. Ein hellgoldener Ton. Und feiner weißer Schaum, der aber schnell weg ist. Schöne hellfruchtige Noten. Jetzt nicht sehr überfordernd, sehr, sehr mild. Klar, bei 3,5% Alkohol ist die Nase auch meistens nicht so extrem. Hopfung weiß ich nichts von, was da drin ist am Hopfen. Steht's drauf? Nee. Milder, schöner, feiner Geruch. Nase gefällt mir gut. Es ist sehr, wir haben vielleicht ein bisschen Honignote dabei, aber sehr mild und leicht und fein. Ja, Prost! Im Geschmack ist auch die feine Honignote, aber nichts. Nicht zu süß. Schon eine bittere dabei, die jetzt im Nachtrunk noch ein bisschen stärker wird. Wiederholt sich genauso wieder. Die Hellfruchtigkeit bleibt. Ich könnte nicht genau sagen, was da steht. Was für eine Stachelbeere drauf. Die habe ich jetzt hier so nicht. Eher mit einer Birne oder sowas vergleichen. So diese Birnenschale, die auch so ein bisschen Bitterkeit hat. Ja, kennt ihr die Firecatcher, andere Biere von Hobgoblin? Schreibt gerne was in die Kommentare. Kennt ihr die Box von Lidl, die britische Bierbox? Schreibt mir auch was in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis bald. Prost.